Out in Niederlande. I'm from St. Albans, which is just north of London. Bayern, Oberfranken. Essen lädt ein. Wir kommen gern. Wohin? Zur weltweit größten Messe für Gesellschaftsspiele. Spielbretter, kleine Monster und jede Menge Menschen. Milva, Marisa und ich waren unterwegs, um uns vor Ort ein Bild von Spielen und Spielenden zu machen. Ja, hi und herzlich willkommen. Wir sind hier auf der Spiel in Essen. Wir sind gerade bei den European Championship Board Games und wir haben gerade einen Veranstalter an die Hand bekommen. Und wir wollen uns erstmal jetzt checken, wer denn überhaupt hier dabei ist. Und wer sind Sie? Ich bin der Ronald van Lent aus den Niederlanden und ich bin der Veranstalter von dieser Event. Mhm. Und wie lange machen Sie dieses Event schon? Die Europäische Meisterschaft besteht schon 28 Jahre und wir machen es schon seit 2000. Und das ist ja auch immer so eine Sache, ein großes internationales Event. Wie stellt man das auf die Beine als Veranstalter? Wir sind alle Freiwillige. So, das, was wir das machen, ist das neben uns normale Arbeit. Ich bin das nicht alleine, ich bin mit einer Gruppe von 7 Leuten. Mhm. Ja, was in die 18 Jahre, das wir jetzt machen, passiert ist, ist, wir wachsen jedes Jahr. Wir bekommen mehr und mehr Leute, die mit uns mitmachen. Wir haben auch einen Namen in die Markt. Das heißt, wir brauchen auch die Hersteller als Sponsoren. Und in jedem Land hat sein eigenes Organisation, die die Nationalmeisterschaft macht. Und dann die besten Teams von der Nationalmeisterschaft, die werden auch platziert für die Europameisterschaft. Gibt es denn dieses Jahr einen Favoriten? Oder der die letzten Jahre schon gut abgeschnitten hat? Ich weiß, dass der Europameister vom letzten Jahr ist dabei. Die ist immer automatisch platziert. Ich weiß, dass die deutschen Teams sind jedes Jahr ganz stark. Und ja, auch die Teams aus der Czech Republic, die sind auch ganz gut. Wir haben uns schon gefragt, wie ist das denn so, wenn man schummelt? Wird aufgepasst, dass man nicht schummelt und was passiert, wenn man schummelt? Es wird nicht wirklich geschummelt und was wir auch machen, ist, das sieht man auch im Hintergrund, wir haben alle Spiele neu dabei. Das heißt, dass auch die Leute kein Spielmaterial mitnehmen können auf dem Spielturnier. Ja, und mit Schummeln, wir haben das ist noch nie passiert in den 18 Jahren. Aber alle sehr zivilisiert, das ist schön. Es gab Spiele mit Brunnen, einzelne Spielkarten für 9.000 Euro und sogar Spiele, an denen man riechen muss, um zu gewinnen. Wir haben Spieler nach ihren Highlights gefragt. Heute das absolute Highlight war die Magic Box. Die Magic Box, genau. Also die war klasse. Das ist halt so eine Box und da öffnen sich die Türen nach und nach. Und da muss man verschiedene Rätsel lösen, um diese Türen zu öffnen. Das war sehr knifflig, aber hat super Spaß gemacht. Also das war jetzt echt das Highlight heute. Es gibt einmal viele schöne Spiele, aber noch keine, wovon wir sagen, wow, das ist der Hammer oder die Hammer oder das Hammer, was auch. Ja. Und wie locker sitzt die Geldbörse im internationalen Vergleich? I don't have a particular limit. My wife might get very angry if it were over a certain amount. Nonetheless, I have bought a couple of games and there's still a couple of days left of the fair, so perhaps I'll be spending more in the future. Bis das Konto leer ist. Heute ist es nicht so schlimm, aber am Donnerstag haben wir eine ganze Menge Spiele mitgenommen, ja. Wir sind ja hier relativ viel billiger im Vergleich mit dem Spielladen zum Beispiel. Und es gibt ja auch viele neue Spiele, die man hier mal erst probieren kann und dann gleich mal mitnimmt. Ja. Mit welcher Intention seid ihr hergekommen? Wenn man so weit geht, dann hat man ja bestimmt irgendwelche Ziele. Zum einen natürlich nur, um Spaß zu haben. Also wir wollten die neuen Spiele ausprobieren. Wir haben uns ein bisschen vorinformiert, welche Spiele wir ausprobieren möchten. Puzzeln wollten wir. Ansonsten wollten wir in der Comic-Messe uns mal ein bisschen umschauen. Zurück bei den europäischen Brettspielmeisterschaften. Wir haben zwei Mitglieder des amtierenden deutschen Meisters, dem Team in Team, im Interview und fragen uns, geht's voran und vor allem... Wie fühlt ihr euch jetzt so? Es geht. Nicht ganz die Punkte erreicht, die ich haben wollte, aber passt schon. Also jetzt auch mittlerweile ist man so in dem Turniermodus drin. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, bin auch ein bisschen enttäuscht mit meinem Abschneiden bisher. Wir hoffen, dass ich noch einen ersten Platz wenigstens hole jetzt im letzten Spiel. Und wie ist das mit Leuten von verschiedenen Nationen? Also gibt es da Sprachschwierigkeiten oder versteht man sich das sehr schnell? Also die Leute hier sprechen eigentlich alle Englisch und das ist für mich kein Problem. Zwischendurch sind ein paar, wo man ein bisschen improvisieren muss, aber eigentlich ist das keine Schwierigkeit. Was passiert denn, wenn ein Spiel nicht zu Ende gespielt wird? Oder kommt das gar nicht vor?
die Turnierleitung versucht das eben so weit wie möglich zu vermeiden. Ich glaube, letztes Jahr gab es das bei ein oder zwei Runden, aber es hängt stark am Spiel. Also irgendwann sagen sie halt, jetzt ist die letzte Runde und danach wird abgebrochen und dann muss man gucken, wie die Punkteauszählung ist. Je nach Spiel kann das einiges am Ergebnis ändern, aber da muss man halt schneller spielen. Und wie ist das so generell mit der Anspannung vorm Spiel, beim Spiel? Also ist man da wirklich sehr, sehr hibbelig oder denkt man sich so, ganz ruhig bleiben, alles wird gut? Wir sind jetzt auch schon das dritte Mal hier dabei und eigentlich geht es mittlerweile von der Anspannung. Ich glaube, beim ersten Mal vor 2 Jahren, da war es schon ein bisschen kribbeliger, aber jetzt ja, geht man ganz entspannt ran. Und ja, so ein bisschen nimmt das ja auch die Anspannung raus, wenn man dann nicht mehr so vorne dabei ist, weil eigentlich dann ist zwar schade, dass wir jetzt, wie gesagt, dass man nicht vorne mitspielt, aber wenn man vorne mitspielt, dann ja, ist man doch schon ein bisschen aufgeregter, weil man dann weiß, ja, schafft man es noch, schafft man es nicht. Ja, wir bleiben gespannt und hoffen, dass es bei der Diga-Ehrung dann doch aufs Treppchen geht. Wie lange sind Sie heute schon hier? Für ungefähr ab 12, glaube ich. Ab 12 ungefähr. Es gibt hier so viele Leute, dass es schwer ist, einen Platz zu bekommen und mal ein Spiel auszuprobieren, ja. Ich finde das immer wichtig, wie das Spiel aussieht. Und wenn das dann toll aussieht, dann finde ich das gleich toll. Oft ohne das Spiel zu haben. Für mich ist das Mechanismus viel wichtiger. Dass es schön aussieht, ist ja okay, aber das soll auch mal Spaß machen, es zu spielen. Nach Abenteuern im Weltall ging es dann daran, die gewonnenen Eindrücke zusammenzuführen. Das war ein wirklich sehr, sehr langer Tag hier von der Spielemesse und also ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, wir sind komplett fix und fertig, oder Mirba? Total, total müde, geschafft, aber glücklich. Ja, also wir haben sehr nette Leute kennengelernt, sehr viele verschiedene Leute, sehr viele verschiedene Eindrücke gewonnen, sehr viele Spiele gesehen und wir können nur jedem empfehlen, hierher zu kommen. Aber wir können auf jeden Fall sagen, wir hatten Spaß und nehmen ein bisschen Spaß mit nach Hause.